5 romantische Orte zum Entdecken für dich und deinen Schatz. Unsere Top 5. Unser Platz 5. Entlang der romantischen Straße. Die romantische Straße hat die Romantik schon im Namen. Sie drückt das Gefühl aus, was viele empfinden, wenn sie die mittelalterlichen Städte auf dieser Route erblicken. Sie erstreckt sich über 400 Kilometer und führt durch 29 Orte mit Geschichte, Kunst und Kultur. Von Würzburg bis nach Füssen im Allgäu wechselt das Landschaftsbild auf eindrucksvolle Weise. Flusstäler, fruchtbares Ackerland, Wälder, Wiesen, Berge, alles, was das Herz begehrt. Aber die romantische Straße hat noch mehr zu bieten als schöne Landschaften. Auch für den kulinarischen Genuss finden sich hier viele Möglichkeiten. Mit dem Auto, Wohnmobil oder Motorrad folgt einfach den braunen Hinweisschildern am Straßenrand und lasst euch an Prachtbauten und Schlössern vorbei durch die Geschichte Deutschlands führen. Auf Platz 4: Die Externsteine im Teutoburger Wald. Wenn euch eher mystische Orte ansprechen, dann zieht es euch am Tag der Liebe vielleicht zu den Externsteinen. Diese faszinierende Felsformation bietet Inspiration für eine romantische Erkundungstour. Sie liegt direkt an einem Naturschutzgebiet mit seltenen Pflanzen und Tieren. Auf GPS-Naturerlebnispfaden und an interaktiven Stationen gibt es viel zu entdecken. Wenn ihr einen schönen Ausblick liebt, könnt ihr die Externsteine hinaufsteigen und das ganze Spektakel aus einem höheren Blickwinkel betrachten. Aus Wolke 7, wenn ihr so möchtet. Auf Platz 3. Die Wilhelmshöhe in Kassel. Ein Hoch der Gefühle findet ihr bei einem Ausflug zu dem Bergpark Wilhelmshöhe. Mit einer Fläche von über 560 Hektar ist dies der größte Bergpark in Europa und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die UNESCO zeichnet die Anlage als herausragendes und einzigartiges Zeugnis europäischer Bau- und Gartenkunst aus. Der Park erstreckt sich vom monumentalen Herkulesbauwerk über die 350 Meter lange Kaskadenanlage hinunter zum Schloss Wilhelmshöhe und bietet beeindruckende Wege zum Lustwandeln. Besonders die Herzen von Historikfans lässt dieser Ort höher schlagen. Platz Nummer 2: Das Berchtesgadener Land. Im Südosten Bayerns fühlt ihr euch wie an einem romantischen Filmset. Das Berchtesgadener Land hat sich mit faszinierenden Kulissen zu Recht als Filmregion einen Namen gemacht. Ob Wandern im sanft hügeligen Ruperti-Winkel, Spazieren durch den Nationalpark Berchtesgaden oder Bestaunen der weltberühmten Naturkulisse um den Königssee und Watzmann. Romantik ist garantiert. Als anerkanntes UNESCO-Biosphärenreservat hat sich das Berchtesgadener Land bewusstem Reisen und Naturschutz verschrieben. Die perfekte Umgebung, sich eine vitale Auszeit zu nehmen und die Zweisamkeit in unberührter Natur zu genießen. Und auf Platz 1: Die Blumeninsel Mainau. Was gibt es Schöneres als Blumen zum Valentinstag? Eine ganze Insel voller Blumen zum Beispiel. Die Insel Mainau bietet das ganze Jahr über von Sonnenauf bis Sonnenuntergang eine prächtige Blütenpracht und atemberaubende Natur zum Bestaunen. Perfekt für einen romantischen Spaziergang zu zweit. Wohin man auch geht, das Wasser ist nie weit entfernt und garantiert ein fantastisches Urlaubsgefühl. Hier kann man ganz entspannt die Seele baumeln oder sich in einem der Inselrestaurants und Cafés verwöhnen lassen. Wer gerne mehr erleben will, hat eine große Auswahl an Ausstellungen und Attraktionen und kann sich daran mit allen Sinnen erfreuen. Im Veranstaltungskalender von Mainau findet ihr dazu die aktuellen Informationen. Viel Spaß beim Testen der Ausflüge! Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oder vielleicht habt ihr noch einen Geheimtipp für den Valentinstag?